Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir probieren. Heute mit Terra One. Gespendet von Terra One. Many Vielen thanks. Dank dafür. Hier haben wir die Dose. Es ist sehr minimalistisch gehalten, finde ich aber sehr edel dadurch. Also mir gefällt die Eins da einfach. Und dann ja, auch, das ist ja auch weil, so ein matt, ne? Ja, es ist matt und es ergibt halt auch Sinn. Terra One, Eins, ne? Sehr auch die Eins ist stilisiert oben noch ein bisschen. Und warum mich der eben vor allem wieder interessiert hat, es ist halt kein klassischer Red Bull-Klon, sondern es probiert mal was Neues. Aber sehen wir dann ja. Machen wir mal auf die Kette. Es ist also hauptsächlich Granatapfel mit so ein bisschen so ein leichter Bitter noch mit dabei. Ich habe sogar noch so ein Haus, ja, entweder das ist Zitronenminze oder Zitronenmelisse zusätzlich noch drauf am Ende. Aha. Aber es ist ja sehr schwach gehalten. Also wie gesagt, bei mir kommt am stärksten Granatapfel und dann also so ein leichter Bitter noch im Hintergrund, aber hintergründig. Voilà. Das ist schon ein Energy Drink, oder? Ja, das ist ein Energy Drink. Merkt man aber gar nicht. Ist übrigens auch ein Molke-Drink. Und was man auch nicht so sehr rausmerkt. Ja. Also was man merkt ist, Granatapfel ja, nur nicht so süß wie ein klassischer Granatapfel. Ja. Also auch nicht wie ein echter, wie die Frucht. Ja. Was wahrscheinlich daher kommt, dass das Ganze nämlich extrem bitter runtergeht. Also es ist nicht so krass wie irgendein rein bitter Getränk. Aber von allem, was so bitter mit drin hat, ist es schon eher bei den stark bitteren Getränken. Es ist schon, ja, nicht San Pellegrino, San Bitter, sondern es ist. Ja. Aber also es ist schon bitter, aber es ist kein Acai oder Süßstoffbitter, der pelzig ist, sondern es ist bitter und dann ist es weg. Es ist ein Geschmacksbitter. Und aber am Anfang schon deutlich fruchtig und es erinnert auch eher an eine Mischung aus vielleicht einem Grüntee, Schwarztee, sogar eher in die Richtung von der Bitter her und eben Fruchtsaft. Ja, also auf jeden Fall saftig. Ich muss nochmal wegen der Kohlensäure, die war recht fein und hintergründig. Ja doch, die prickelt hinten raus, beim Schlucken prickelt die. Auf der Zunge vor allem und bringt dadurch nochmal die Säure zum Vorschein und danach geht es über in das Bittere. Activate your energy. Also ist auf jeden Fall sehr interessant. Kein Taurin, aber das die normalen 32 Milliliter. Ist ein Molke-Drink, für die es interessiert. Aber man merkt es nicht. Also es ist nicht so, dass man merkt das nicht. Ja, so leicht milchig, also nicht milchig, sondern das Gefühl her halt, was man von Molke, was wir so kennen, ist nicht da. Überzeugt mich geschmacklich. Also ich mag zwar den Bitter nicht so, aber da es ein reiner Geschmacksbitter ist und da der danach, also der bleibt ja nicht auf der Zunge hängen, der ist danach weg. Das überzeugt mich schon. Und was, also normalerweise interessiert uns ja der Preis wirklich überhaupt nicht. Aber hier muss man es wirklich erwähnen. Diese Scheißdose kostet unter 50 Cent. Es geht. Also es geht, einen guten Energy Drink zu machen, der trotzdem edel aussieht, eigen schmeckt. Und funktioniert. Es kann anscheinend nicht so schwierig sein, Leute. Also die Jungs wissen, was sie tun. Das auf jeden Fall. Ja, ich finde, also das ganz klare Kaufempfehlung. Kann man auf jeden Fall empfehlen. Auf deren Seite kriegt er das Zeug auch quasi nachgeschmissen, wie gesagt, für den Preis. Wirklich, ja, aber Peitschen holen. Ja, vor allem für den Preis kann man auch wirklich, da würde ich auch sagen, komm, das ist nicht viel. Selbst wenn es mir dann hinterher nicht schmeckt, ist es nicht viel Geld kaputt gemacht. Nö. Vor allem, das Zeug hält sich ja ewig und es ist pfandfrei. Yes, es ist pfandfrei. Jetzt merke ich die Kohlensäure von unten raus. Es geht aber, es hält sich. Nee, es ist keine übelste Rübsbrühe, es ist alles gut ab. Es sammelt sich. Ja. Doch, also, das ist. Erstmal sieht, greift mal zu. Ganz seit langem mal wieder eine. Was Neues, was Schönes, was Eigenes. In diesem Sinne, ja. Tschö.